Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage zu einem Neuzugang. Wieder mal hat mich jemand überzeugen können, meinem langweiligen WoT-Dasein doch ein Ende zu setzen und nochmal eine neue Linie anzufangen. Beziehungsweise, ja, eine neue Linie kann man jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich bin die schon mal lang gegangen. Aber was nämlich folgender Fall hat sich zugetragen. Der 113er, der Heavy, der eigentlich eher so wie so ein Mid ist von den Stats. Der hat's dem Bio angetan und der Bio sagte, ich gehe jetzt zum 113er. Jawohl, ich tu das. Und ich so, 113er ist doch scheiße. Chinese, keine Gun Depression, unpräzise Gun. Und er so, ja, aber er ist mobil, er macht einen geilen Alpha, er hat einen geilen DPM und er ist bouncy ohne Ende. Und demnächst, ab Patch 9.17, kommt ja noch diese Normalisierung, da drehen die irgendwie was an den Panzerungseinschlägen. Das heißt, Object 140, Kuppel oben, das heißt 113er, Kuppel oben, Weak Spots, IS-4, Kuppel oben, wo man immer durchgekommen ist, weil es Autopen war, das fällt demnächst weg. Hehe, liebe Gegner, dann viel Spaß mit dem 113er, wenn er an einem Schuttloch steht und nur seinen Helm rausgucken lässt, dann könnt ihr nämlich HE zücken, weil dann geht nicht mehr viel mit HE geht. Da natürlich viel, aber ohne HE geht nichts mehr. Yo. Deswegen die Reihe des 113ers. Und da muss ich leider, weil ich hier oben lang geflitzt bin zum 121er, den ich mir demnächst, was heißt demnächst, den ich mir irgendwann wieder kaufen möchte, weil ich kaufe mir jetzt die ganzen alten Sachen wieder, die mir nicht mehr gefallen haben. Ach, ich bin schon ein Bob. Sondern hier unten muss ich jetzt lang flitzen und dann bin ich beim Typ 58 jetzt. Und der Typ 58, muss ich ganz ehrlich sagen, der gefällt mir sehr gut. Das ist, ja, ich glaube, das ist ja ein Abklatsch von dem 85er von den Russen. Und insofern, ja, der läuft. Da habe ich auch schon 30.000 Erfahrung drauf. 50.000 brauche ich bis zu IS-2. Der läuft also. Und weil der so geil läuft, hatte ich neulich ein ganz lustiges Gefecht, wo ich alleine gefahren bin. Epic sagte, ja, ich gehe mal noch eine rauchen, mach du noch mal ein Gefecht alleine. Und da ist dann auf wundersame Weise eine Crucial Contribution bei rausgekommen. Ein entscheidender Beitrag. 12 Kills im Team. Ja. 12 Teams im Kill, ja. 12 Kills im Team? Commander? Du hast doch gesagt, du bist alleine gefahren. Ja, bin ich auch. Aber wie das geht, sehen Sie jetzt. In-game mit dem Commander. Anderer Tag, anderer Pullover. Ich habe alles ein bisschen zusammengeschnippelt und vorgearbeitet und nachgearbeitet. Und sowas kommt dann bei raus. Jawollo, Flughafen. Flugplatz. Ich liebe Flugplatz. Flugplatz und Top-Tier. Ein ganz unverhofftes Game. Da Flugplatz, plop, 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 ich kann gar nicht großartig noch was sagen. Was tue ich denn? Oder was sage ich denn? Was gibt's meiner Meinung nach für gute Möglichkeiten bei Flugplatz? Ihr könnt einmal hier hinfahren. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich. Ich glaube, ist schon wieder so lange her. Ich kann mich an nichts erinnern. Hier, da kann man nämlich schön hier auf die Camper irgendwie von der Posi mit dem... ich bin ja abgerutscht. Hier ist ja der Pfeil richtig. Jump! Ach nee, der jumpt ja gar nicht. Hier ist der Busch, ne? Also hier die Auffahrt hoch. Oder ihr kommt von der anderen Seite, ströselt euch hin lang und geht hier erstmal aufs Plateau und guckt erstmal, was ihr tun könnt. Beim Plateau ist schwierig, weil dann seid ihr hier im Durchgang offen und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht den ersten auf die Fresse kriegt. Jo, dieses kleine Kerlchen hier ist durchaus ein kleiner Racker. Also ein Tank, der mir richtig Spaß macht. Ihr habt zwar echt irgendwie keine Gun Depression, wie Bio so schön sagte, er kann alles und nichts. Also er keine Ahnung, er kann, ja. Awareness! Commander hat Awareness und ich sehe, dass der AMX da irgendwie hinter mir ist und ich sehe da hinten irgendwie noch andere Kollegen und ich habe keinen Bock, dass man mir gleich am Anfang des Games irgendwie in die Seite ballert. Insofern einfach droppen lassen zu einer sicheren Seite und gib ihm. Also immer, also ganz oft sterbe ich, weil ich mir denke, da fahre ich jetzt nicht hin, weil dann könnte ich, nee, ach, schwierig, schwierig zuzugucken und was zu erzählen. Ganz oft ist es so, dass ich denke, ich kann jetzt nicht flüchten, dann kriege ich ja einen Schuss in den Hintern. Ja, und dann versuche ich da irgendwie rumzueiern und flüchte nicht und kriege dann aber 8 Schuss in die Fresse. Insofern,
Alles Mist. Was passiert hier? Ich kann mit der Situation nicht so richtig was anfangen und denke mir so, naja, pass mal auf, der AMX ELC, der ist ja da irgendwie eine arme Sau und eigentlich müsste ich ja irgendwie zusehen, dass ich dem helfe, denn noch, der Commander weiß auch erstmal überhaupt nicht, wo man nebenbei ziemliches Glück gehabt, dass hier nicht die Artie schon irgendwie auf mich eingeschworen ist und mich jetzt hier irgendwie, da hätte ich nämlich in diesem vornehmen Leid, hätte ich einfach mal ganz großartig auch sterben können. Tja, der Plan war folgendermaßen, rum um die Ecke, der 150 ist nicht so geskillt und hat nur Augen für seinen Vordermann. Das hat nicht funktioniert. Dieses Schießen ins Kettenrad hat auch nicht funktioniert. Mit Goldmunition wäre jetzt gar nicht notwendig gewesen, aber ich habe irgendwie spätestens da habe ich es irgendwie so ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Dann habe ich mir gedacht, ja, alles klar, gut, dann machen wir hier nochmal. Hau mal dem nochmal auf die Fresse. Ist natürlich auch. Guck mal auf die Minimap. Ich dachte dann auch schon so, ey. Wo soll ich denn, also der vor mir, ich bin schon wieder der in der ersten Reihe. Und der in der ersten Reihe ist im Allgemeinen immer der, der schnell tot ist. Insofern taktisch nicht klug, weil die anderen sind todsicher. Was ist jetzt, was ist passiert? Die anderen sind alle hinter mir, die sind nicht offen. Das heißt, was machen denn die drei Artis, wenn dann endlich mal ein Ziel wieder aufgeht? Ja, erstaunlicherweise da hinten drauf schießen. Was merkwürdig. Das war, glaube ich, eher unsere Arti. Insofern, das war schon echt risky, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich wollte jetzt auch nicht nach hinten gehen und rumpimmeln, sondern ich dachte mir, okay, dann guckst du einfach mal, wo du hier die Jungs kriegst. Und der KV-2 ist damit auch Geschichte. Ich habe jetzt leider, oder was heißt leider? Also ich meine, guckt euch das mal an. Man hat mit dem Viech echt 128 und 172. Also so richtig viel Penetration. Hast du nicht? Na gut, man könnte jetzt sagen, die brauchst du auch nicht in dem Sechser. Aber ich sag mal, 6 zu 10, ja? Also es steht einfach mal richtig Kacke. Und ja, wenn es richtig Kacke steht, denke ich mir so, scheiße, ich lasse die Goldmuni drin, weil, Entschuldigung, weil ich will dann, also da muss dann jeder Schuss sitzen, wenn dann nur jeder zweite Schuss durchgeht. Also insofern, so. Ich habe jetzt gesehen, der bewegt sich höchstwahrscheinlich da lang. Ja, guck mal auf den Cursor. Also ich war felsenfest davon ausgegangen, dass er nicht zu mir fährt. Und das hat ja so in der Form auch ganz gut funktioniert. So, Snapshot auf die Su. funktioniert im Allgemeinen sonst nicht so geil mit der Gun zu snappen. Aber ja, wir gucken mal zwischendurch. Ja, zwischendurch gucken wir mal auf den Kollegen mit dem Aal, nämlich der Volksjäger. Der wird nachher noch eine tiefere Bedeutung bekommen, der Kollege. Und ja, KV-85 bei uns hinten durch. Und ich denke mir so, ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht realisiert, ach nee, Close Game, irgendwie. Also, ja, wie knapp, jetzt habe ich das Wort wieder, wie knapp das eigentlich war, weil 9 zu 12, also es steht jetzt konstant schlecht. Ich habe noch ordentlich Hitpoints, also insofern ist jetzt, ja, hier war eigentlich der Plan, an dem Kollegen hier vorbeizufahren, ohne aufzugehen. Und ich habe mir gedacht, ey, du musst jetzt hier irgendwie. Ja, man braucht auch mal Glück. Das ist auch das Lustige an dem Auto. Also der kann wirklich nicht so richtig gut, aber im entscheidenden Moment bounce du halt eben doch den richtigen gut. Ich hätte mir den jetzt auch noch leisten können. Das ist alles unspektakulär. Und so bin ich ja auch rangegangen. Ich hab mir gesagt, den einen kannst du dir locker fangen. So, das ist jetzt hier natürlich schon mal ein bisschen, ja, 28 ist natürlich geil vom Leopard. Das kann man sich leisten. Das ist natürlich. Ah, die haben auch nicht getroffen. Das ist, ja, Präzision waren wir gerade, ne? Also Präzision, so, oh, habt ihr die Murmel schon fliegen sehen? Also Präzision ist bei dem Schiff so ganz auf Distanz nicht immer so geil, ja? Also 11 zu 13. Wird langsam, wird langsam. Der Kollege mit dem Aal, der hat auch schon 4 Kills eingefahren und ich habe auch schon 4 Kills eingefahren. Und dann habe ich mir gedacht,
Leopard? Leopard, Leopard, Leopard. Ist da oben wieder. Jenseits fährst mal nach vorne und spottest. Hatte soweit. Ich weiß gar nicht, habe ich den aufgemacht oder hat der Kollege den aufgemacht? Keine Ahnung. So. Ungeaimte Schüsse gehen dann halt auch mal sonst wohin. Ja. Das, ich sehe gerade, also. Der Gedanke ist immer gar nicht so schlecht, aber die Ausführung ist einfach grottenschlecht. Also, ich bin dahinter gefahren, weil ich nicht sofort von der Arti zerbombt werden wollte. War hier schon irgendwie relativ genervt und. Yeah! Yep! Und der zweite kommt auch noch. Also, voila! Commander, Glück gehabt, voila! Aber, was sagt der Commander immer? Epische Runden kommen nur dadurch zustande, dass der Gegner nichts kann, das eigene Team nichts kann und Mann. Mett ohne Ende hatte hier irgendwie das alles schicki. So, 395 Hitpoints immer noch. Also alles, alles möglich. Alles. Jo. Alles im Bereich des Möglichen. Und dank des schnellen Reloades ist auch der Commander relativ zackig befähigt. Den Kollegen wegzumachen. Also das ist natürlich auch geil. Wenn ich weiß nicht, ich habe schon wieder vergessen. 5, oder 4,5 Sekunden Reload oder sowas. Das ist natürlich schon geil. Aber was mir immer nicht so turbo-mäßig gefällt, ist die Geschichte mit der Präzision. So, unser Kollege Volksjäger hat den 6. Kill eingefahren und kommt plötzlich die Zugeinladung. So, die Frage ist natürlich jetzt langsam nicht mehr, warum entscheidender Beitrag, weil nämlich der Kollege Volksjäger so ein helles Köpfchen war und sich gesagt hat, Crucial Contribution, wenn der Commander, naja, wobei, ich glaube, ganz ehrlich, ich habe ihn nämlich angeschrieben und habe gesagt, ey, sag mal, wie sieht's denn aus? Kann ich einen 6. Kill haben? Und da hat er nicht drauf reagiert. Und ich glaube, er hätte mir den 6. Kill nicht gegeben. Andererseits, alles gut. Crucial Contribution kriegt man, oder entscheidender Beitrag, kriegt man ja auch, wenn das Team 12 Kills gemacht hat. Und dann hätte er halt 7 und ich 5. So dackeln wir jetzt also irgendwie hier durch und suchen die letzte Grille. Und irgendwie dachte ich mir so, wenn der da hinten ist, der hat da hinten alles durchgeleuchtet, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass das Auto, das Feindesauto hier noch irgendwo in der Mitte steht. Weil sehr viele andere Möglichkeiten gibt's eigentlich nicht, weil wir das hätten gesehen haben müssen. Und deswegen bin ich also am Ende auch noch bemüßigt und befähigt und kann die Arti wegmachen. Und damit ein super Zucker-Ober-Titten-Latten-geiles Ergebnis. Jeder 6 Kills. Entscheidender Beitrag. Und das Auto, ja, gemastert. Wie kann es schöner sein? Also eine lustige Runde, die so geflossen ist. Ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl so, du bist gleich tot, das läuft eh wieder scheiße, du bist gleich tot, du bist gleich tot, du bist Gewinner. Ja, das war eine coole Runde. Aber Gefechtsauswertung ist eigentlich auch nochmal schön. Die schauen wir uns an, weil sowas hat man halt, ich zumindest, nicht alle Tage. Bis gleich. Yay! Crucial Contribution, gemastert. Victory, 42.000 Credits kamen brutto bei rum und 3.486 XP. Ich krieg sie nicht so oft. Ist schon geil. Ist schon geil. Brothers in Arms, Top Gun. Auf jeden Fall. Und der Kollege Volksjäger hat sogar, ey, der hat 3.000 Schaden gemacht mit dem Auto. Schon gut. Schon, der war überflüssig, der Klick. Schon gut. Aber der Gegner hat halt. Hat halt. Hat halt. Hat halt. Entsprechend nicht gearbeitet. Sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Nun denn, also mir hatte das Game nachträglich am meisten Freude gemacht. Wie gesagt, im Game habe ich es nicht so kapiert. Aber jetzt, je mehr ich mir angucke und so, desto mehr freue ich mich. Und vor allen Dingen das Ding gemastert am ersten Tag, wo ich den anfange zu leveln. Cool. Finde ich nice. Kann man nicht anders sagen. So.
Habt ihr ein ähnlich episches Let's Play? Dann schickt's mir an whatreplayoftheweek@gmail.com und dann wird das ebenso kredenzt, wie ich meins jetzt hier gebracht habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Außerdem wünsche ich euch noch alles Gute und bleibt sauber. Macht's gut. Ciao, ciao.